Mach ruhig auf, Schatz. Oh, und du auch. Auf keinen Fall. Eine Drohne? Du weißt, wie sehr ich das wollte. Das tue ich. Es freut mich, dass es dir gefällt. Wisch dir dieses selbstgefällige Grinsen weg. Wenn dir jemand ein Geschenk macht, lächle und bedanke dich. Danke. Aber warum bekommt Hank eine Drohne, ich nur Socken? Vielleicht liegt es daran, dass ich der Liebling bin. Du kannst froh sein, dass du überhaupt etwas bekommen hast. Lass mich dir etwas erklären. Hank, er ist mein Fleisch und Blut. Du bist nur ein Pflegekind. Fleisch und Blut Pflegekind. Zudem kannst du froh sein, dass ich dich hierher gebracht habe. Niemand wollte ein Kind in deinem Alter. Also, was machen wir jetzt? Könntest du mich in den Park bringen, damit ich das Ding fliegen lassen kann? Klingt nach einer großartigen Idee. Wohin denkst du, gehst du? Ich war nur... Sieht so aus, als hättest du noch einiges aufzuräumen. Vergiss nicht, den Müll rauszubringen, wenn du fertig bist. Komm schon, Liebling. Dein Lieblingsgericht gemacht. Tacos. Warte, was? Danke, Mama. Du bist top. Lass mich raten. Du bist sauer, weil ich weniger gab. Nein, darum geht es nicht. Ich bin allergisch gegen Milchprodukte. Naja, mehr für mich. Das stimmt. Hey, Mama. Meine Hausaufgaben sind schwer. Kannst du mir helfen? Ja, sicher. Lass mich mal sehen. In Ordnung. Entschuldige. Was denkst du, was du tust, wenn du diese Jeans zerschneidest? Hm? Ich mache sie nur zu Shorts. Es wird heiß draußen. Und ich habe keine zum Anziehen. Na gut. Behalte den überschüssigen Stoff, um sie später wieder in Jeans umzuwandeln. Im Winter werde ich kein Geld für neue Kleidung ausgeben. Verstanden? In Ordnung. Mal sehen. Oh. Mama. Ich hab dir gesagt, für dich ist das Frau Evans. Frau Evans. Würdest du mir bei meinen Englisch-Hausaufgaben helfen? Oh Gott, Jules. Bring mich nicht zum Lachen. Du kannst kaum lesen und schreiben. Es wäre Zeitverschwendung, dir zu helfen. Ich könnte mich mehr auf Hank konzentrieren, der im Gegensatz zu dir begabt ist und eine glänzende Zukunft hat. Du musst daran denken, wer der Liebling ist. Vielleicht schreibt sie deinen Namen dazu. Wie findest du das? Ach, Jules, denk an das Geschirr nach dem Essen. Jemand ist wütend. Ich vermisse euch beide sehr. Ich wünschte, ihr wärt hier. Komm schon, Hank. Lass uns gehen. Willst du dich beeilen? Was machst du mit der Zeitschrift? Du kannst doch gar nicht lesen. Sind diese Shorts neu? Ich habe sie nicht gekauft. Nein, das sind tatsächlich die, an denen ich gestern gearbeitet habe. Ich erinnere mich nicht, dass sie Blumen hatten. Nun, ich hatte Garn und Nadeln übrig, also habe ich ein bisschen gestickt. Ein altes T-Shirt mit Löchern habe ich für die Taschen genutzt, da die Blumen so hübsch waren. Alles klar. Komm schon, Hank. Lass uns gehen. Ich bin spät für meinen Termin im Salon. Ist mein Mittagessen im Kühlschrank?
Nein, dein Mittagessen gibt es nicht, da wir kaum Lebensmittel haben. Komm schon. Du bringst mich trotzdem zur Schule, oder? Schon wieder? Nein, ich bin schon spät dran. Die Mittelschule ist am anderen Ende der Stadt. Du musst zu Fuß gehen. Los geht's. Du musst dich erinnern, Bessen Liebling. Los geht's, Hank. Bereit loszugehen, Mia. Eigentlich denke ich, ich gehe zu Fuß. Tschüss, Mama. Geh. Okay. Tschüss. Hey. Die sind großartig. Warum versteckst du deine Zeichnungen? Die sind wirklich gut. Bist du? Ich würde sie von niemandem verstecken. Aha, sehr witzig. Ich bin nicht sarkastisch. Die sind wirklich gut. Verstehe nicht, warum du so schüchtern bist. Echt? Meine Mutter findet meine Zeichnungen immer furchtbar. Das klingt nicht nach einer sehr guten Mutter. Nun, es ist, weil sie meine Pflegemutter ist. Sie kümmert sich nicht um mich, da ich nicht ihr leibliches Kind bin. Nun, meine Mutter sagt, Familie hat nichts mit Blut zu tun. Es geht um Liebe. Ich bin Ruby. Bin nebenan eingezogen. Ich bin Jules. Möchtest du zusammen Mittagessen? Du musst nicht mit mir zum Mittagessen, wenn du nicht willst. Ich biete es dir an. Nein, nein, so ist es nicht. Meine Mutter hat mir nichts mitgegeben. Gut. Eingepackt. Ein halbes Sandwich. Meine Mutter kocht am besten. Wahrscheinlich hat sie. Das würde mir gefallen. Aber ich bin allergisch gegen Milchprodukte, also... Das ist in Ordnung. Ich werde es ihr sagen. Hatte zu Hause einen glutenallergischen Freund. Also kein Problem. Woher sind deine Shorts? Ich liebe sie. Danke. Ich habe diese tatsächlich selbst aus einer Jeans gemacht. Echt jetzt? Vergiss, was deine Pflegemutter sagt. Du hast Talent und Stil. Meine Mutter arbeitet in der Modebranche. Willst du ein Spiel spielen? Sure. Welches Spiel? Du bist dran. Fang mich, wenn du kannst. Also, ich dachte, wir könnten Shorts wie meine machen. Ja, komm rein. Ich werde diese definitiv tragen, wenn ich diesen Sommer in den Urlaub fahre. Ich markiere mich, wenn ich ein Bild auf Insta poste. Oh, ich habe keine sozialen Medien. Ich habe nicht mal ein Handy. Aber zeig es mir, wenn du zurückkommst. Okay. Meine Mutter spart schon ewig für diesen Urlaub. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt Urlaub hatten. Mädels, ich hoffe, ihr habt Hunger. Ich habe meine berühmten Birria-Tacos gemacht. Keine Sorge, der Käse ist vegan. Komm schon, probier es. Fantastisch! Ich habe noch nie solche Tacos gegessen. Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Tacos hatte. Meine Pflegemutter zwingt mich immer, sie mit Käse zu essen. Du bist immer willkommen, hier Tacos zu essen. Sag einfach Bescheid und gib mir ein paar Tage Vorlauf für die Zutaten. Hau rein. Hau rein. Ich kann mehr machen, wenn du noch hungrig bist. Danke, Frau Ramirez. Ach, bitte, nenn mich Lucia. Hast du das gezeichnet? Hast du etwas dagegen, wenn ich? Wow. Du bist begabt, Jules. Bin ich das? Machst du Witze? Kein Zweifel. Bewirb dich an einer Modeschule. Das ist der Traum. Es gibt ein Modeprogramm in Paris, zu dem ich nächstes Jahr gerne gehen würde. Aber ich habe nicht genug Geld. Wenn du weiterhin solche Kleidung machst, kann ich dir vielleicht helfen, sie zu verkaufen, damit du Geld für das Programm bekommst. Nur etwas zum Nachdenken. Gut, ich mache mich jetzt fertig. Danke, ich liebe dein Hemd. Ach, danke, Schatz. Iss. Genieß es. Das ist eine großartige Idee. Du solltest das unbedingt machen. Warum bist du nicht begeisterter? Weil ich nicht genug Geld für Material habe, um Kleidung zu kaufen. Sonst wäre ich voll dabei. Hm.
Vielleicht kann ich helfen. Ich habe eine Idee. Danke. Danke, Mädchen. Schönen Tag. Komm raus. Die sehen gut aus. Also füllen Sie Ihren Antrag auf. Ich bin etwas schlecht im Lesen und Schreiben. Das ist in Ordnung. Ich kann helfen. Fang hier an. Deine Kleidung verkauft sich super. Warte, ist das nicht deine Adresse? Okay, also ich habe vielleicht was gekauft. Kannst du es verstehen? Oh. Reicht das für dich, um am Programm teilzunehmen? Mehr als genug. Wenn ich reinkomme, muss ich noch mein Kleid einschicken. Alle Studenten müssen ein Design erstellen, das das Gremium im Aufnahmeverfahren prüfen kann. Jules, das ist dein bestes Kleid bisher. Danke nochmal für alles, Ruby. Ohne dich und deine Mutter hätte ich es nicht geschafft. Natürlich. Wofür sind Freunde da? Du bist mehr als eine Freundin, du bist Familie. Wie auch immer, ich sollte diesen Duft einpacken. Also bis später. Du kannst es versuchen. Du bist dran. Wo verschwindest du immer hin? Oh, ich habe nur gearbeitet. Was ist das? Woher hast du all das Geld? Und das Kleid? Du kleiner Dieb. Hast du die ganze Zeit gestohlen? Ich habe es nicht gestohlen. Ich habe das Geld verdient und das Kleid selbst gemacht. Ach, das ist Quatsch. Du hast nicht mal ein Fünkchen Talent im kleinen Zeh, um irgendetwas zu machen. Hör zu, ich brauche keine Polizei vor meiner Tür, weil du irgendwas drehst. Aber das gehört mir und ich brauche es. Oh nein, du siehst keinen Cent davon. Es gehörte dem, von dem du es gestohlen hast. Und jetzt gehört es mir. Vergiss nicht, ich bin derjenige, der dieses Dach über deinem Kopf hält. Was das Kleid betrifft. Warte, was machst du? Oh, lass uns einfach mal schauen, was du geschaffen hast. Mach dir keine Sorgen um dein hübsches Köpfchen. Nein, warte. Sag nicht, was ich tun soll. Das sieht gut aus. Wer ist deine Pflegemutter, Cinderellas kleine Stiefmutter? Es tut mir leid, Jules. Das hast du nicht verdient. Du weißt, wie hart du an deinem Kleid gearbeitet hast. Ja, und all die harte Arbeit umsonst. Nein, nicht umsonst. Du hast zu viel Talent und Mühe investiert, um aufzugeben. Was soll ich jetzt tun? Ich habe nicht genug Geld für neues Material für das Kleid oder das Programm. Und die Frist endet in wenigen Tagen. Wer hat gesagt, dass du nicht genug Geld hast? Nein, das kann ich nicht annehmen. Das ist dein Urlaubsgeld. Dafür hast du gespart. Nun, ich weiß, dass du das viel weiterbringen kannst als wir. Wir akzeptieren kein Nein. Mit Rubys und ihrer Mutter Hilfe kann sich Jules nun die Materialien für ein neues Kleid besorgen. Jules bleibt die folgenden Nächte wach, um an ihrem neuen Einreichungsstück zu arbeiten, entschlossen, es ins Programm zu bringen. Nach vielen schlaflosen Nächten schafft es Jules, ihr Kleid fertigzustellen.
schöner als das, das ihre Pflegemutter zerstört hat. Nach Wochen des Wartens erhält Jules endlich einen Brief von der Modeschule in Paris. Als sie ihn öffnet, kann sie nicht glauben, was sie sieht und bricht sofort in Tränen aus. Sie wurde angenommen und wird im nächsten Jahr das Programm im Ausland besuchen. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist Jules von anderen jungen Designern wie ihr umgeben. Sie blüht im Programm auf und beeindruckt alle Ausbilder. Sie verlor jedoch nie den Kontakt zu Ruby und ihrer Mutter. Ohne Telefon schrieb sie ihnen regelmäßig während ihres Programmaufenthalts. Nach Abschluss des Programms nimmt Jules Karriere Fahrt auf und sie kann kaum glauben, dass sie endlich Modedesignerin ist. Ein paar Jahre später trifft Jules auf ein bekanntes Gesicht. Dieses Ereignis ist unglaublich. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du mich das tragen lässt. Du hast gesagt, das Preisschild an diesem Ding war $10,000. Es ist das Mindeste, mein erster Kunde zu sein. Du sagst das, als hätte ich für die Shorts bezahlt. Jules, schau hin. Ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz ich auf all deine Leistungen bin. Was willst du? Welche Mutter kann ihre Tochter nicht unterstützen? In Ordnung. Ich bin hier, weil Hank Hilfe braucht. Und wobei könnte ich deinem Goldkind wohl helfen? Nun, sagen wir einfach, er hat eine schwere Zeit durchgemacht. Er hat die Highschool nicht geschafft, ist in die falsche Gesellschaft geraten und, kurz gesagt, er steckt gerade in Schwierigkeiten und ich brauche Geld, um ihm bei der Kaution zu helfen. Ist das so? Und ich dachte, er hätte die vielversprechendste Zukunft von Ihnen. Hör zu, hilfst du mir jetzt oder nicht? Nein, natürlich nicht. Hör zu, ich habe eine Idee. Warum benutzt du nicht das Geld, das du mir gestohlen hast, bevor du mein Kleid zerrissen hast? Wie kannst du das mir und deinem eigenen Bruder antun? Wir sind deine Familie. Nein. Du bist nichts. Weißt du, jemand hat mir gesagt, dass Familie nicht nur aus Blut besteht. Es geht um Liebe. Und du hast mich nie geliebt oder geholfen. Danke. Darf ich bitte eure Aufmerksamkeit? Hallo. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid, um meine neue Kollektion zu feiern. Aber ich möchte einen Toast ausbringen. Auf zwei Personen, die... Ohne ihre Unterstützung wäre ich heute nicht hier. Zwei Frauen, die mir Liebe zeigten, als ich sie am meisten brauchte und nichts dafür verlangten. Auf Ruby und Lucia. Meine wahre Familie. Der Grund, warum ich hier bin. Oh, du wirst mein Mascara verlaufen lassen, Jewels. Ich bin stolz auf dich. Nicht. Oh, okay. Fast vergessen. Ich habe dir etwas mitgebracht. Oh, es wurde endlich Zeit für euren Urlaub. Das ist zu viel. Ich akzeptiere kein Nein. Heißt das, dass du nicht mitkommst? Wenn du das meinst, bin dabei.